Hallöchen Leute und herzlich willkommen zu einem neuen Video auf unserem Kanal. Wir sind gerade auf dem Weg zu meiner Schwiegermama. Alter ist bereits dort, er hatte heute nämlich seinen Oma-Tag. Wir haben zu Hause somit unser Zeug in Ruhe erledigen können und sind jetzt auf dem Weg, wie gesagt, zur Mama. Denn das vorletzte Möbelstück ist gestern angekommen. Das Bauteil kann heute noch schnell zusammen und danach geht's ans Dekorieren. Es ist endlich soweit, Leute. Die ganze Wohnung kann dekoriert werden und wir haben mit Mama heute ausgemacht, dass wir eben jetzt losziehen und jede Menge Dekokram holen und somit die Wohnung endlich fertigstellen. Uba, neredesin? Uba. Altay. Bu bist du, Altay? Babacım gel. Neredesin? Altay. Ha! Ay! Baba. Hello, anneciğim. Altay sen ne yaptın? Was hast du denn? Geç. Kalk. Was yaptın? Oh, ey, ja. Hallo, Anten, hallo, 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 hallo. Wow, schaut mal, das ist das wunderschöne neue Stück. Ich finde, das ist jetzt zur Küche auch total der Blickfang. Stellt euch das mal hier in dieser Ecke vor. Dann hat man so auf beiden Seiten was richtig, richtig Tolles. Schaut mal seinen Mund an, wie er seinen Mund immer aufmacht, um sich zu konzentrieren. Ich will dich essen. Alter, oder hier die, Schatzi, du musst die Schrauben machen. Die Schrauben. Alter, die Schrauben musst du machen. Schau mal, mach mal auf. Ja, die Schrauben. Wo sind die Schrauben? Da. Ja. Schau mal, er versteht auch Deutsch. Hast du es gehört? Ja, da sind die Schrauben. Da sind die Schrauben. Bravo, Altay! Bravo, bravo, bravo! Tatatam! Und hier ist die Kommode. Hakan hat jetzt gerade die Beine hingemacht. Jetzt geht's ans Dekorieren. Also wir nehmen mal die Bilder her, die gerade verfügbar sind. Aber die Bilder müssen definitiv ausgetauscht werden. Ja. Wir machen es jetzt mal provisorisch. Ja. Wahnsinn. Ist er alleine hochgestiegen? Ich habe keinen einzigen Schritt geholfen. Schatz, halt ihn fest, bitte. Nein, da passiert schon nichts. Bravo. Adi, ich muss lernen. Cihan, tut önden. Cihan, tut önden. Keine Angst. Oh, oh mein Gott, Altay. Allah, ja. Oh mein Gott, Altay, mach Mama Herzinfarkt. So Leute, die Kommode ist fast fertig dekoriert. Wir sind nur am Schwanken zwischen dem oder dem. Ich mache jetzt eine kleine Abstimmung. Leute, schaut mal jetzt. Ganz wichtig, doch, das ist ganz wichtig. Also, das hier, schaut euch die Version an, das. Oder eben dieses Wuschelige. Ich finde aber dieses Wuschelige, ehrlich gesagt, ein bisschen schöner. Es ergänzt sich total mit dem Bild und der Kommode. Ich glaube, wir lassen das so. So, und kleiner Tipp, wenn ihr so Pampasgras habt, dann sprüht das mit Haarspray voll. Dann verlieren die nämlich keine Fusel. Wir haben es heute nicht zum Shoppen geschafft, weil Mama irgendwie noch so viel Deko zu Hause hatte, dass wir erstmal das verwerten hatten. Das alte Deko zu nehmen, ja, aber ich muss sagen, es hat voll gepasst. Also hier ist es hier schon komplett fertig und ich finde, es sieht einfach so genial aus. Es ist so, so, so schön geworden. Diese Kommode hier ist jetzt richtiger Blickfang geworden. Was jetzt tatsächlich noch fehlt, ist Deko für diesen Spiegel. Ich dachte mir eigentlich, dass wir noch hier so einen kleinen Beistelltisch kaufen und dann hier so eine schöne große Vase mit Pampas. Dann wäre das hier auch fertig. Hier wollen wir so Family-Bilder aufhängen. Hier kommt hoffentlich die Tage noch eine weitere Kommode bzw. so ein Konsolentisch. Dann ist das hier auch fertig. Garderobendeko fehlt auf jeden Fall. Das müssen wir die Tage noch besorgen gehen. Das fehlt auf jeden Fall. Ich habe gesagt, ich habe ein Insta-Like. Ja, aber wirklich. Dann habe ich mit der Deko, die wir da hatten, hier so ein bisschen was gemacht, da fehlt es aber auch noch. Also es ist jetzt nur provisorisch. Ansonsten
hatten wir hier ja letztens die Bilder aufgehängt und die Tischdeko hier am Esstisch ist auch fertig. Das ist jetzt aber schön geworden. Ich glaube, ich habe hier 2,5 Stunden rumgewürfelt, bis ich was Passendes gefunden habe. Vier Stunden. So. Die ganze Zeit rumgewürfelt. So. Aber jetzt passt, jetzt ist es echt schön geworden. Und schaut mal, hier haben wir auch noch ein bisschen Deko hingemacht. Also es ist das Zimmer von Mama. Hier haben wir jetzt provisorisch diese Bilderrahmen zwar hin, aber da kommen noch Holzbilderrahmen hin. Hier müssen nur die Bilderrahmen ausgetauscht werden. Ansonsten ist hier die Deko auch fertig. Hadi. Nach getaner Arbeit gibt es jetzt Essen. Ich weiß nicht, 3,39 muss es zweimal geben, wenn dann. Wir haben beide dasselbe Schatzbudel. Das da ist es, glaube ich. Ja, das ist Gians. Das ist Gians und das sind unsere. Ja. Guten Morgen, Leute, und herzlich willkommen zu Tag 2 von unserem Vlog. Ich habe gerade eben Arthur wieder zur Oma gefahren. Er hat ja zweimal in der Woche Oma-Tag, beziehungsweise manchmal auch dreimal. Er hat aber immer fixe Tage und die sind. Und das war gestern und heute. Somit können wir immer unser Zeug zu Hause erledigen. Ich habe ihn gerade eben weggefahren, eben. Bin jetzt zu Hause und wollte jetzt erstmal die Hausarbeit erledigen, bevor ich alles andere erledige. Und ich dachte mir, ich mache heute eine kleine Überraschung für Mama und gehe noch das restliche Dekozeug besorgen, bevor ich Arthur abholen gehe. Wir wollten es eigentlich gemeinsam ja gestern machen, aber dann haben wir festgestellt, wir haben noch ein paar Sachen, haben die hergenommen, aber es fehlt doch noch einiges. Und deswegen dachte ich mir, ich erledige so schnell wie möglich mein Zeug heute, ziehe los und besorge noch die letzten Dekosachen, damit Mamas Wohnung auch endlich fertig ist. Mit Arthur ist das immer so schwierig, weil wir dann nicht in Ruhe gucken und einkaufen können. Deswegen mache ich das, glaube ich, schnell. So, dann jetzt zu Hause ist jetzt aufgeräumt. Hakan schläft übrigens noch. Er hatte Nachtschicht, das heißt, er ist erst am Morgen gekommen und wird wahrscheinlich noch bis am Mittag, also bis 12 Uhr eins schlafen. Ich habe mir jetzt meinen Kaffee gemacht, check jetzt noch schnell meine Mails und danach drehe ich noch ein Video für unseren türkischen Kanal ab und dann erst kann ich los zum Deko-Einkauf. So, erster Halt ist Wollwort. Ich muss sagen, hier gibt es echt super, super schöne Deko, aber diese Goldfarben sind jetzt nicht ganz so passend. Wir schauen mal, ob es noch was Passenderes für Mama gibt. So, wir schauen jetzt noch nach einem Läufer für Mamas Zimmer. Die drei Auswahlmöglichkeiten haben wir. Das will ich fein nicht, gell? Was? Das kratzt. Ja. Ich finde eh den weißen am schönsten. Also den finde ich am schönsten, ja. Nehmen wir den damals. Ja. Alter ist auch fündig geworden. Und wir waren jetzt noch bei Action und ich muss sagen, wir sind hier echt übelst fündig geworden. So Leute, das ist die heutige Ausbeute. Wir haben echt so einiges gekauft. Sollen wir jetzt gleich schon mal loslegen, Mama? Oder was meinst du? Dein Sohn? Dein Mann? Ein paar Sachen können wir ja schon mal. Also das hat ja alles das, was ich selber machen kann, mache ich hier. Diese Pflanze hat ihren Platz im Bad gefunden. Ich finde, hier in der Ecke macht sich das echt so, so schön. Sieht richtig toll aus. Und der Rest vom Bad ist eigentlich auch schon fast fertig. Mal schauen, was wir mit dieser Vase machen können. Nee, sieht nicht so toll aus. Wir switchen jetzt auch noch schnell die Bilder hier. Da waren ja vorne die anderen Bilderrahmen. Und das ist jetzt perfekt geworden. Die haben jetzt wieder ihren Platz hier im Schlafzimmer von Mama gefunden. Und ich mache mich jetzt auch direkt an den Rest. Das sind jetzt so kleinere Bilder. Die habe ich mich hier in der Küche vorgestellt. Und dann rollen wir auch noch schnell den neuen Läufer aus. Anne! Tada! Und diese Bilder hängen jetzt auch. Sieht so schön aus. Schaut mal, wenn man das so im Gesamten betrachtet. Wow! So Leute, jetzt zeige ich euch mal die Ecke hier auch. Es ist so schön geworden. Hier haben wir jetzt so ein Regal noch hingestellt mit ein bisschen Deko, damit es einfach aus dieser Sicht, wenn man mal aufwacht, auch schön aussieht. Ist echt jetzt so schön geworden, total wohnlich. Ja. Schön, schön.
Mir ist gerade aufgefallen, als ich das Video geschnitten habe, dass ich voller Euphorie total vergessen habe, den Schluss noch abzudrehen, Leute. Also das war's jetzt mit unserem Video. Ich hoffe, die Deko-Inspo haben euch ein bisschen gefallen. Wir sind aber immer noch nicht fertig. Also ich hatte gestern echt gedacht, dass das jetzt der letzte Tag ist und dann alles erledigt ist. Aber nein, es kommen immer wieder Sachen auf. Aber es ist ganz normal. Sogar bei uns zu Hause fehlen noch einige Sachen und es ist nie zu 100% alles fertig. Aber es ist auf jeden Fall schon mal ein riesen Anfang. Es fehlen echt nur noch ein paar Kleinigkeiten und ich hoffe, dass wir das im Laufe der Tage erledigen können. Das war's, wie gesagt. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Ihr lasst uns ein paar Daumen da und ansonsten würde ich mich natürlich freuen, wenn wir uns im nächsten Video wiedersehen. Bis dann, ciao!